So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel zur fünften und letzten Bonus-Episode in der dunklen Zukunft. Raptain, der aus der Zukunft kam, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Er sammelte die Zahnräder der Zeit. Gemeinsam mit Peter und Nico. Zusammen erreichten sie den Zeitturm von Dialga. Dort angekommen. Nein, nicht schon wieder die Feelings. Das lasse ich. Ihr werdet niemals die Geschichte verändern. Ah! Raptain. Du hast Peter geschützt, Raptain. Das hat dir schwer zugesetzt. Sehr gut. Du trittst als Erster ab. Was machst du? Zwirfinst. Ich nehme dich mit mir. Wir gehen zurück in die Zukunft. Oh, ich krieg Gänsehaut, Mann. Die Musik ist so episch. Was? Peter, es liegt jetzt an dir. Ja, das sind... Zahnräder der Zeit. Okay, Team. Das Regenbogensteinschiff ist abfahrbereit. Was? Was geschieht hier? Nico, hilf mir mal, Mann. Ende der Fahnenstange. Ich nehme Zwirfinst mit in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Ich kann niemals mehr hierher zurückkommen. Pass gut auf Peter auf. Versprich mir das. Aber deinen Platz annehmen, Raptain? Das kann ich nicht. Du musst und du wirst, weil du es kannst, Nico. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Oh, lass mich los, lass mich gehen! Wir sind fast da, Ruhe! Peter. Lebe wohl, Peter. Ich bin froh, dich gekannt zu haben. Auch wenn die Trennung schmerzt, der Rest liegt in deiner Hand. Raptain. Entschuldige die Verzögerung, Zwirfinst. Die Mission vertraute er seinen Freunden an. Dann kehrte Raptain in die Zukunft zurück. Raptain, warum? Raptain. Peter und Nico. Sie versuchten verzweifelt ihre Sorge zu unterdrücken. Hey Peter, wir müssen das Raptain zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitturm. Okay. Das waren ihre Empfindungen. Und so machten sie sich auf den Weg zu ihrem letzten Abenteuer. Aber es sollte anders kommen. Nachdem er mit Zwirfinst in die Zukunft zurückgekehrt war, da erwachte Raptain. Bonus-Episode 5 in der dunklen Zukunft. Was? Zwirfinst. Ist das hier die Zukunft? Wieder zurück? Diese Welt voller Dunkelheit. Aber die sollte auch eigentlich gar nicht mehr... Eigentlich sollte die ja gar nicht mehr da sein, ne? Wir haben es ja aufgehalten. In der Main Story. Zwirfinst und ich sind wohl gar nicht verschwunden. Und die Zukunft ist immer noch ein dunkler Ort. Bedeutet das, wurde die Geschichte noch nicht geändert? Sag bloß, die Lähmung des Planeten aufzuhalten, sind Peter und Nico etwa gescheitert? Nein, das kann nicht sein. Anscheinend haben sie es nur noch nicht vollbracht. Die Auswirkungen der geänderten Geschichte werden sicherlich bald spürbar sein. Ich habe sie einfach wohl noch nicht bemerkt. Auf jeden Fall, ich kann eh nur versuchen, fest dran zu glauben. Peter, Nico, bitte, seid erfolgreich, tut es für mich. Ich glaube an euch beide. Ich tue ja, was ich kann. Oh, meine Verletzungen vom Kampf gegen Zwirfinst tun immer noch weh. Zubiris? Raptain? Hat er Zwirfinst jetzt gesehen oder nicht? Sie hat mich schon aufgespürt. Ich muss hier weg, so schnell wie möglich. Oh, fuck. Zwirfinst. Raptain. Raptain, du! Anscheinend hat dich unser Kampf auch etwas in Mitleidenschaft gezogen. Sei nicht zu hart mit dir selbst. Du, Raptain. Oh, ist das die Zukunft? Ich wusste, ich würde genau hierher zurückkehren, in diese Welt. Hey. Immerhin habe ich nicht. Ich habe nicht gegen dich verloren. Raptain und Peter, ich konnte euch nicht aufhalten. Aber
Warum? Ich möchte nicht verschwinden. Das ist alles. Ich möchte nicht verschwinden. Aber warum hast du... Du hast doch die Welt der Vergangenheit gesehen, nicht wahr? Die Anmut eines Sonnenaufgangs, die Friedlichkeit eines sanften, lauen Luftzugs. In dieser dunklen Welt hingegen gibt es keine Hoffnung mehr. Das genügt, um einem das Herz zu brechen. Ich möchte auch nicht verschwinden. Aber wenn die Chance besteht, den Ablauf der Geschichte zu verändern, dann bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Würden wir verschwinden, dann wäre das im Sinn der Zukunft aller. Allen und allem wäre von jedem Augenblick ein Geschenk gemacht worden. Die Möglichkeit, ein Neuanfang. Ein Neuanfang? Beobachtungen über den Zustand des Planeten zufolge waren fast alle mit der Maßnahme einverstanden. Nur die wenigen, deren Herzen schon dunkel und vertrocknet waren, bildeten da eine Ausnahme. Alle waren einverstanden, diese Welt der Dunkelheit zu verändern. Und alle sind dafür bereit. Also triff die richtige Entscheidung und gib auf. Wohin wirst du gehen? Die Zubiris haben mich schon aufgespürt. Vorhin, während deiner Ohnmacht. Deine Niederlage. Sie werden Schatten die Jäger wohl davon berichten. Wenn das geschieht, dürfte Schatten die Jäger Plan B einleiten. Oh, aber um einen neuen Gehilfen in die Welt der Vergangenheit zu senden, dazu braucht die Jäger etwas Zeit. Es muss erst seine Kräfte sammeln. Deswegen werde ich jetzt aufbrechen und mich ihm im Kampf stellen. Ich gehe zum Zeitturm. Dort stelle ich mich Schatten die Jäger entgegen. Glaubst du wirklich, du hast eine Chance, Meister die Jäger zu besiegen? Du bist immer noch angeschlagen von unserem Kampf. Du solltest wirklich in perfekter Verfassung sein, um überhaupt an eine derartig gewaltige Herausforderung zu denken. Das ist gefährlich. Du hast keine Chance, wenn du es in deiner jetzigen Verfassung versuchst. Ich weiß bereits, dass ich nicht gewinnen kann. Was? Bis Peter und Nico wirklich den Verlauf der Geschichte verändern. Bis die Auswirkungen dieser Veränderung am Verlauf der Geschichte in dieser Welt, in dieser dunklen Welt spürbar werden. Bis dahin möchte ich ihnen etwas Zeit verschaffen. Also geh mir aus dem Weg. Aber ich stehe doch gar nicht in deinem Weg. Das werde ich nicht zulassen. Oh je, noch zu schwach, kann mich nicht bewegen, aber Reptane kann nicht einfach tun und lassen, was er will. Oh, spielen wir dann Zwölfins? Ne, mit Reptane. Okay. Karktal. Wir haben keine Oh, scheiße, wir konnten gar nicht zum Kangama-Ding. Soll ich mich einmal umklatschen lassen? Nee. Wir können Schaufler, Laubklinge, Ruckzuckhieb. Oh, wir haben richtig nice Attacken. Voll geil. Absorber, Ruckzuckhieb, Schaufler. Alles richtig nice. Sehr gut. Ja gut, dann könnten wir eventuell den Dungeon sogar ohne Item schaffen. Ich meine, als Solo-Tour hat man keine Freunde, um die man sich kümmern muss. Entspannt. Was hatten wir? Lame Orb. Hey! Ne? Zeitgelähmt und Lame Orb. Nintendo, I see what you did there. Oh, Schlammbombe, aua. Weißt du was? Komm, wir machen mal unseren Schaufler. Ich bin unsichtbar. Und zack. Ein Flea-Orb. Also wir könnten doch zum Kangama-Speicher. Ja, aber will ich das? Ja, eher weniger. Karktal E4. Ein Samen. Chaos-Samen. Oh nein, Geister. Oh nee. Gut, vielleicht habe ich doch nicht so Bock drauf. Stimmt, ich habe vergessen, dass die Geist-Pokémon sind, Mann. Gut, immerhin sind wir echt allein. Och, wir brennen. Danke, du Arsch. Das Alleinsein, das macht es, glaube ich, ganz entspannt. Ein Charmian, das uns hinterher dackelt. Charm! Charm von Charmian, ne? Verstehst du? Und ein normaler Hit. Ja, solange ich nicht kämpfen muss, mache ich es auch nicht. Okay, ich muss kämpfen. So. Komm, das timen wir mal richtig nice. Nicht Schaufler, nicht Absorber, Schaufler. So, auch wenn unser Angriff gesenkt wurde. Und nochmal. Sind wir doch sehr gut unterwegs. Und da ist die Treppe. Und das war schon. Ah, nee. Zwischenspeicherpunkt. Alles klar. Ich bin schon weit gekommen, nur ein bisschen weiter. Das ist nur speichern, genau. Nö, will ich nicht. Fortfahren, jawohl. Tiefes Karktal. Oh yeah. Und das war genau die Falle, die ich nicht aktivieren wollte. Hypnose auch nicht. Gut, Items können wir auch nicht verwenden, macht nichts. Wir haben eh keine. Ach Mensch. Steinpolitur, macht schneller, gell? Ja. Verfolgung. Kosmikkraft. Alter, der bufft sich jetzt hoch, ne?
Rattan ist aufgewacht. Lutschen wir ihn einmal aus. Oh, reicht nicht. Das ist bitter. Erstauner. Ah, ich weiß nicht, wie viel. Absorber, Ruckzuck, Hieb, Schaufler. Okay, Angeberei. Dann hau ich einfach ab. Och nö. Warte, dann machen wir unsere Laubklinge. So. Ich hasse es. Laubklinge! Zack! Und vielleicht. Komme ich hier noch durch? Nee, komme ich nicht. Auch Laubklinge? Ja, reicht. Dann machen wir hier kurz Schaufler. Swoop! Unsichtbar! Oh, es merkt trotzdem, wo wir sind. Okay, das wiederum macht weniger Schaden. Gegen Flug-Pokémon, ja klar. Ich hatte nur irgendwie die Hoffnung, weil Schaufel echt eigentlich eine extrem starke Attacke ist, dass es trotzdem ausreichen wird. Nö, aber stattdessen hat Laubklinge ausgereicht. Oh, lieb. Ach, I hate it. Oh ne, wohin laufe ich? Nein. Ich hasse es. Ja, lauf weg, Reptain. Lauf weg! Libeldra. Aha. Kommt da jemand entgegen? Nein. Okay. Puh. Das war gerade mal die erste Mittelebene. Scheiße. Alles klar. Ruckzuckhieb und dann machen wir noch Absorb. Fuck. Absorber. Das soll doch jetzt stärkere. Ja. Tatsächlich. Ist stärker wegen Reptains passiver Fähigkeit. Und nichts passiert. Düm. Wahrscheinlich hat es hier dann auch immer so 5er Ebenen wie in den anderen Bonus-Episoden auch. Jeder Dungeon immer 5 Ebenen. Krasses Muster. So, auch hier einmal den Absorber. Und den normalen Angriff. Auch wenn es gegen Geist-Pokémon eigentlich nicht oder überhaupt gar nicht effektiv sein sollte. Klappt trotzdem. Na, was soll. Oh, Sackgasse. Ups. Dann gehen wir halt hier oben lang. Oh ne, du schon wieder. Laubklinge. Ach, und jetzt macht's weniger Schaden. Muss ich nicht verstehen, ne? So, da kommt noch ein Toxiquack entgegen. Ey, wenn das jetzt wieder sein Schattenstoß macht, macht's nicht. Dann ist gut. Ebene 5. Komm, wir setzen mal einen Strahlorb ein. Aha. Und es gibt, deckt auch Gegner auf. Sehr nice. Und wir sind draußen. Kaktallichtung. Ich glaube, ich bin fast durch. Aber bis zum Zeitturm ist das noch ein gutes Stück. Nur keine Zeit verlieren. Reptain. Ich wusste, dass du mir folgen würdest. Hallo, Zwirfinst. Möchtest du wirklich kämpfen in deiner Verfassung? Immerhin bist du auch angeschlagen. Reptain. Da ist er. Hier drüben. Scheiße. Reptain, es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass sich die Situation grundlegend geändert hat. Zubiris, ihr seid wirklich im richtigen Augenblick hier angekommen. Sei doch bitte so gut, Reptain auszuschalten. Sweet. Zack, von Eiser Ausweichmove. Was soll das? Was soll das bedeuten? Warum? Was denkt ihr euch dabei, mich plötzlich anzugreifen? Keine dummen Fragen, werde ich zwirfinst. Was? Blickst du es nicht? Diese Biester. Sie sind nicht mehr nur auf uns auf mich aus. Was sagst du da? Warum ich? Weiß ich auch nicht. Glaub mir. Wenn das so weitergeht, wir sollen beide ausgeschaltet werden. Ach komm Leute, das ist 4 gegen 2. Und es ist nur zu Biris. Oh, wir haben Zwirfinst im Team. Kann man seine Attacken steuern? Nee, noch nicht. So, Zubiris wird wahrscheinlich dahin laufen. Also, whoop. Und zack, Überraschung. Wow. Irrlicht. Ist Gammelig. Oh, warum auf mich? Oh, warum alle auf mich? Okay, scheißegal. Ich, whoop, mal runter.
hat er mit seinem Irrlicht, Mann? Alter, ist Irrlicht gay. Auf Strafattacke, oh scheiße. Da müssen wir aufpassen. Oh, und er ist tot. Nee. Was ist denn das für eine Attacke? Also wir können es wieder hochabsorbieren. Ein Zwirrfinst. Finsterfaust, alles klar. Lauft! Hätten wir nicht einen behalten sollen und ausquetschen? Aber warum? Warum greifen die Zubiris mich ebenfalls an? Sie haben dich schon im verborgenen Land im Stich gelassen und sind abgehauen, nicht wahr? Warum bist du also überrascht? Trotz alledem. Die Zubiris leisten allen Befehlen Folgen, die vom Meister Diaga oder mir kommen. Warum sie es nur auf mich aufgesehen haben, das kann ich mir einfach nicht erklären. Ja, wahrscheinlich war Meister Diaga da nicht mehr. Glaubst du nicht, dass Diaga ihnen den Befehl gegeben haben könnte? Was willst du damit sagen? Nicht möglich. Einfach unmöglich. Das kann nicht wahr sein. Als ob Meister Diaga mich derart aufgeben würde. Das kann einfach nicht wahr sein. Schon klar, ich frage mich nur, du hast es nicht geschafft, Peter in der Vergangenheit zu stoppen. Daher könnte Diaga dich durchaus loswerden wollen. Egal, geht mich ja nichts an. Diese Familienstreitereien sind nicht mein Problem. Du schaffst das schon. Ich muss mich wirklich beeilen. Bis dann. Warte. Warum schließen wir uns nicht für eine Zeit lang zusammen, also Frieden? Würdest du dir was ausmachen, wenn ich dich begleite? Ja, wenigstens für eine Weile. Ich meine, du setzt Irrlicht im Kampf gegen Zubire sein. Was bist du für ein... Wie bitte? Ohne Scherz, ich mein's ernst. Dieser Kerl. Was hat er nun schon wieder vor? Habt ihr nur vor, gemeinsame Sachen machen zu wollen? Und will er mich dann hinterrücks angreifen? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich während unseres Abenteuers garantiert nicht hinterrücks angreifen. Reptane, du lässt auf jeden Fall Vorsicht walten. Von dem Augenblick meines Angebots an. Mir ist aufgefallen, dass du äußerst wachsam geworden bist. Bei meiner üblen Verfassung und deiner Wachsamkeit dürfte klar sein, dass ich gegen dich keine Chance hätte. Ja. Noch dazu, was mich wirklich interessiert. Warum haben die Zubiris mich angegriffen? Wenn wir uns vorübergehend zusammentun, können wir die Dungeons viel schneller meistern. Die Pokémon in den Dungeons stehen unter dem Einfluss der Dunkelheit. Ich denke, dir ist aufgefallen, wie sie zunehmend gefährlicher geworden sind. Du dürftest intelligent genug sein, die Vorteile einer Allianz zu erkennen. Ich weiß, wie stark der Kerl ist. Es hätte durchaus Vorteile, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe zwar keine Ahnung, was Zwirrfinst wirklich vorhat, aber sich vorerst mit ihm zu verbünden, ist durchaus sinnvoll. Ach, was soll's. Verstanden, lass uns aufbrechen. Aber versuch bloß keine krummen Dinger. Denn wenn du das machst, werde ich dich auf der Stelle fertig machen. Wie du meinst, los geht's. Ah, da haben wir jetzt einen Kangama-Speicher. Wenn wir erst dieses Ödland durchquert haben, sollten wir bereits nah am Zeitturm sein. Nun lass uns schon aufbrechen. Sei ruhig und entspann dich, wir sollten gut vorbereitet weiterziehen. Wenn du dich zu sehr sputest, wirst du mit Sicherheit scheitern. Zügle deine Ungeduld. Ja, du musst mir nichts erklären, Zwirrfinst. Gut, dann rüsten wir uns noch schnell aus. Einfach kurz alles reinlagern. Jo, und fangen wir an. Nehmen wir wieder den... Nehmen wir das Zinkband. Weil wenn wir gegen Dialga kämpfen, da wird er eher Spezialattack einsetzen. Die Röntgenaugen, hoffentlich klappt es diesmal. Einen Apfel reicht. Drei Sinnelbeeren. Vier Sinnelbeeren. Komm, weil es das letzte Ding ist. Fett Belebersamen. Fett drei Flairsamen. Und ein Top-Elixier. Und wie immer Erstarr und Flea-Orb. So. Ja, wieder drei Seiten. Alles entspannt. Team Reptane. Gut. Dann würde ich sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part in der dunklen, dunklen Zukunft. Euer Hansen Peter. Ciao.